Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video World of Tanks mit Liriax und mir. Wir sind hier wieder gemeinsam unterwegs und er fährt den IS-8 und ich meinen dritten Neuner am Bunde, den T-54E1. Immerhin habe ich diesen Panzer schon voll ausgebaut. Das heißt, ja, die besten Module, die drin sind, sind drin. Die man haben kann, sind drin. So rum. Und ich bin jetzt auf dem langsamen Weg zum T-57 Heavy. Das sind noch 240.000 XP ungefähr. Und das ist eine Summe, die ja, entmutigend ist, irgendwie zu wissen, dass man hier noch so und so viele tausend XP braucht und höchstwahrscheinlich sind es noch irgendwie 200 Gefechte oder so, vielleicht sogar mehr. Den 1375, schade. Leider habe ich ihn hier verpasst. Wir sind auf Fischerbucht unterwegs, es ist ein schönes Neuner-Gefecht, wir sind Top-Tier. Es sind wenige Neuner im Gegner-Team. Ja, eigentlich nur der 5020. Ein IS-8, ein T-54 und das sind in meinen Augen immer gute Voraussetzungen, dass man hier ein bisschen was machen kann. Wenn man, naja, mit zu den Besten gehört, die hier so rumfahren. Ja, okay, der Kleine, der ist jetzt hier leider entkommen. Ich lade jetzt nicht nochmal nach. Ich denke mal, ich gucke erstmal, ob sich noch jemand hier vortraut, dem ich die restlichen drei Schuss hier wie einverleiben kann. Ein Oni steht hier in der Mitte rum. Ein Tiger 2 steht da drüben. Also die Aufteilung des Gegners, die ist so ein bisschen überraschend. Aber ja, wir werden schon irgendwie damit klarkommen. Also der Tiger 2, der hat auch schon heftig Hitpoints verloren, wie es aussieht. Der hat nur noch 400. Um den brauche ich mich jetzt nicht so kümmern. Aber ein Oni, da kümmere ich mich gerne drum. Ah, und wieder einen Schuss verschenkt. Schade. Ja, bei den Autoloadern versuche ich halt möglichst immer einfach, ja, möglichst viel Schaden aus dem Clip rauszuholen. Und zwei Schuss ist halt echt zu wenig. Tja, stehe ich rum. Lade nach. Guck erstmal, ob hier in der Mitte noch irgendwas anderes ist. Aber es sieht nicht so aus. Es sind fast alle Gegner gespottet gewesen bisher. Tiger 2 weiß noch nichts von mir. Und wo es dann mitbekommen hat, es ist zu spät. Damit scheint die Mitte hier eigentlich safe zu sein. Und solange Liriax da unten noch aushält, er hat ja auch schon kräftig eingesteckt und gerade nochmal einen richtig bösen Treffer reinbekommen. Jetzt hat er noch 180 Hitpoints. Und ja, solange er da überlebt und die Gegner noch ein bisschen beschäftigt, es ist vielleicht für mich eine ganz gute Chance, da mal rumzufahren, die da ein bisschen zu flankieren. Aber wir müssen erstmal aufpassen, dass wir die da hinten angreifen, ohne selbst jetzt irgendwie in die Falle zu fahren, weil da hinten der Rheinmetall, der ist natürlich auch gefährlich. Da möchte ich jetzt nicht so unvorbereitet nach vorne fahren. Und mich dann so zwischen den Gegnern wiederfinden. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Knaven ausgeschaltet. Hier ist eigentlich nur noch der WZ, der Super Pershing und die zwei, die da hinten offen sind. Ah, der Amix 5020, das ist auch noch fast voll. Können wir erstmal dem WZ hier ein paar reinhelfen. Jawohl. 309. Das reicht. Die Gun vom T-154. Und auf dem Super Pershing geht es zweimal nicht durch. Und stattdessen schießt er mir hier die Kette ab. Und mein Munitionslager ist kaputt. Und an der Stelle freue ich mich drüber, dass ich so eine gute Crew habe. Ich habe hier für diese Mannschaft vor, weiß ich nicht, zwei, drei Panzern schon angefangen, auf Reparatur zu skillen. Also alle Leute, die hier drin sitzen, haben den Reparaturskill. Und das hat man hier gerade gesehen, wie wunderbar schnell das ging, die Kette zu reparieren. So, dass ich mir das Reparaturkit hier aufheben konnte und damit eben das Ammo-Rack reparieren. So, beim Super Pershing kann ich mich jetzt hier erstmal revanchieren.
Der Amix kriegt auch noch zwei rein und das war hier wieder die maximale Ausbeute, die man haben kann. Mit einem Clip viermal Schaden machen, so muss es sein. Und die Auswertung entsprechend gut. Mein erstes Klasse 1 Gefecht, fast 39.000 Credits, 4.465 Erfahrungspunkte. Natürlich dreifach für den ersten Tagessieg und außerdem noch 1.000 extra Punkte hier für so einen Auftrag. Basiserfahrung waren 1.155 für 4.185 Schaden. Vier Abschüsse, das war schon eine ziemlich gute Runde. Lyriax hat auch ein vernünftiges Match gehabt, so wie viele andere in unserem Team. Deswegen war es auch so schnell vorbei. 10.000 Credits sind hier übrig geblieben. Also da kommt selten ein gutes Plus bei rum auf Tier 9. Aber insgesamt fand ich es doch ein ganz nettes Gefecht. Und ich freue mich immer, den T54E1 zu fahren. Die meiste Zeit läuft es doch ganz gut. So, dann hoffe ich, euch hat es wieder gefallen und ein bisschen unterhalten. Und vielleicht seid ihr ja auch mal live dabei. Denn auch das war ein Gefecht auf so einem Livestream. Immer montags 21 Uhr mit Lyriax. Und so auch heute Abend. Da werden wir wieder gemeinsam fahren und eine Menge Spaß haben, hoffe ich. Zuschauerzahlen sind gering, da sind nicht viele Leute da, aber es sind ein paar nette Leute dabei. Man kann ein bisschen chatten, uns beim Fahren zugucken und so, ja, einfach am Montagabend ein bisschen chillen. Also mich würde es freuen, wenn ihr da mal mit reinschaut und ja, dann sage ich jetzt nichts weiter, außer bis zum nächsten Mal. Fahrt vorsichtig.